Anja und Izzy und ich sind hier heute auf hohen Schuhen und versuchen unser Glück in der High Heel Obby. Warte, aber ganz kurz, ist noch Zeit für Haare und Make-up. Oh mein Gott! Die langen blonden Haare, die sprechen mich an. Oh nein, die banken sich über meine anderen Haare drüber. Oh nein! Eleganter Gang. Und wir müssen jetzt hier einmal... wo geht's denn los? Hier wahrscheinlich, durch dieses große Tor. Hier geht's lang. Die High Heel Obby und unsere High Heels, die werden wachsen, Ronja. Unsere High Heels werden wachsen. Yeah. Ich versuche hier durchzulaufen, aber es geht gar nicht. Das ist ja eine Obby. Ich muss ja über die Sachen hüpfen. Okay. Dann hier aktivieren und weiter geht's. Zack. Oh mein Gott. Ich liebe diese Obby. Es ist alles so schön. Es ist wirklich hübsch, aber es ist echt schwer. Okay, ich habe gedacht, ich muss die leuchtenden Dinger vermeiden. Aber tatsächlich muss ich durch die leuchtenden Dinger springen und dadurch wird es auch einmal viel einfacher. Oh, so leuchtende Stiefel. Cool. Okay. Ja. Ich habe mir irgendwann mal ein paar Stiefel gekauft und die sind richtig hübsch, ja. Die haben auch richtig hohe Absätze und die sind voll schön und die würden zu voll vielen Outfits passen. Aber ich kann nicht drinnen laufen. Ich habe es wirklich schon oft versucht. Ich kann nicht drinnen laufen. Es ist richtig schwer. Da kannst du einfach da hochlaufen? Okay. Du musst einfach hochklettern, ja. Okay, ich verstehe. Okay. Ah, rechts war richtig. Und rechts war wieder richtig. Jetzt ist es bestimmt links richtig. Nee, es sind alle normal. Okay. Kannst einfach rüberjumpen. Und hier geht's weiter. Hier. Das ist das Laufstegtraining, Ronja. Oh, okay. Niemals den Laufsteg verlassen. Bleib schön drauf. Mhm, schöner Hüftschwung hier. Dann ein Fuß vor den anderen und zack. Ja, weiß nicht, ob man auf das Rote springen kann. Nein, man kann nicht aufs Rote. Okay. Hier einmal lang. Merkst du schon, wie unsere Schuhe länger werden? Ich habe das Gefühl, unsere Absätze haben sind sich schon ein bisschen höher geworden. Ja, ich meine, oder? Oh. Hoppala. Könnte sein. Die sehen schon relativ hoch aus. Hm. Ich glaube, die haben ein bisschen niedriger gestartet. Vielleicht kann ich ja irgendwann mal was von meinem Roblox-Charakter lernen und irgendwann mal meine Stiefel anziehen. Und nicht umfallen. Okay, hier geht alles lang. Schöne pinke Säulen. Und durch das große Herz. Und ich weiter geht's. Ich kann auch keine Stiefel tragen, weil ich habe einfach richtig, richtig kräftige Waden. Oh. Und ich passe manche in die Stiefel rein. Zu muskulös. Ich habe meine Waden zu viel trainiert. Ja. Okay, nächster Checkpoint. Und dann geht's jetzt hier über das Blaue. Die High Heel Lobby ist sehr machbar. Auch für Lobby-Anfänger wie mich. Es sind Hobbys, aber okay. Das ist keine Lobby, Ronja. Habe ich Lobby gesagt? Ich meinte Hobby. Oh ja. Vielleicht bin ich einfach... Whatever. Hoppala. Hier geht's weiter. Und... Da ist mein High Heel abgerutscht. Da kann man nichts machen. Darf ich die grünen auch benutzen? Kriegst du nicht um? Das wäre nicht so gut. Oh, dann tue ich mir sowas von meinen Knöchel weh. Hier über die Schleifen, kein Problem. Voll schön mit den Sternen hier, guck mal. Okay. Oh mein Gott. Hier geht's weiter. Es läuft sehr gut für uns in der Obby. Ich habe schon fast 9% geschafft. Alle 10, 20% kann man jedenfalls was machen und kann seinen Charakter verändern. Yes. Müssen wir wieder aussuchen. Okay, ich folge dir. Ich folge deinem mutigen Beispiel. Ich sage, es ist wieder rot. Ich sage, es ist gelb. Rot ist es. Es war gelb. Huh? Rot und gelb. Woher weißt du das? Weil ich reingucke. Ich cheate. Ach so, na klar. Kennt man ja von dir. Dankeschön. Mal sehen, wer schneller ist. Ich bin Erster. Yes. Nein, du warst Erster. Okay. Aber ich bin vorgehüpft. Und jetzt let's hier. Go. Einmal zack, komm schon. Klettern. Meine Haare gehen hier fast bis zu meinen Knöcheln. Die Musiknoten, die sind schwer zu treffen. Ah, das geht schon. Ja, dann muss man ein bisschen schneller machen. Ja, fast umgeknickt. Nein, sicher. Muss man ja hier, weißt du? Sicherheit geht vor. Sonst knickt man um, dann ist der Knöchel futsch und dann... Ja, das stimmt allerdings ist vorbei. Auch. Bin froh, dass wir die Balance nicht haben. Oh mein Gott, yay! Yes! Okay, und? Hier können wir unser Outfit ändern. Ich möchte... Oh, warte. Okay. Ich glaube, ich möchte das schwarze Top. Nein, das schwarze Top hat einfach nur meine Ärmel weggemacht. Ich hatte so pinke Ärmel. Nein! Dann möchte ich jetzt das andere schwarze Top. Ich bin semi-zufrieden. Ich habe jetzt neue Ärmel. Meine pinken Ärmel fand ich einen Schnuff besser, aber ist okay. Weiter geht's und... Oh. Bin manchmal nicht sicher, was man anfassen darf und was nicht. Aber scheinbar nichts davon. Nicht das Weiße. Das Weiße ist nicht gut. Guck mal, sie wartet hier auf uns. Oh, voll lieb. Sah aus wie Stufen für mich. Waren es dann aber tatsächlich nicht. Und hier sind wir weiter. Okay, hier, das ist gut. Die roten Sachen sind immer böse. Rot ist also böse, rot das kannst du dir merken. Vermeiden
Pink ist gut. Yes. Und ist das nicht auch eine Lektion, die wir im Leben brauchen? Rot ist böse, pink ist gut. Wie zum Beispiel Sonnenbrand, böse. Ja, stimmt. Zuckerwatte, pink gehaut. Wer hat da pink gehaut? Viele Leute. So ein bisschen Grundton, weißt du, dass man, wenn man warm wird, dann wird deine Haut so ein bisschen pink. Aber man kann auch auf das Blau springen. Okay. Ja, also ich habe normalerweise keine pinke Haut. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, meine ist auch tendenziell eher weiß, aber abgesehen davon läuft sie wirklich sehr gut. Ich bin gar... Okay, never mind. Der weiße Block ist auch sehr groß. Das ist auch gar nicht so einfach, okay? Hier ist eine Regenbogentreppe, oh mein Gott. Hanna, komm her. Okay, warte, ich bin sofort da. Oh, da ist sie schon. Bei Fuß. Okay, warte, ich beeile mich. Hier, über pink, lila und Herzchen und die Regenbogentreppe. Zusammen auf die Regenbogentreppe und let's go. Hoch. Oh, meine Highheels wachsen. Yes, aber sie gehen irgendwie. Ich dachte, die Treppe würde weggehen oder so, aber sie bleibt da. Voll schön. Ist vielleicht einfach... Oh mein Gott, man sieht richtig den Tycoon noch, was da alles kommt. Alles mega groß. Pink und Regenbogen. Yes. Okay, ich gucke nicht nach unten. Ich will nicht so tief fallen. Gar kein Problem. Oh, das ist hier einfach. Yes. Oh, schön. Oh mein Gott. Und dann geht's hier hoch. Und oh mein Gott. Hier geht's weiter hoch. Oh mein Gott, da bin ich fast zu weit gesprungen. Da wollte ich zu viel. Herzchen. Okay. Wann erträgst du gerne Kleider? Ich liebe Kleider. Das ist das Einzige, was ich tragen kann im Sommer. Ich bin wirklich ein Hosenhasser. Ich liebe Kleider auch im Sommer. Hast du ein Lieblingskleid? Ich glaub, ja. Beschreib mal, wie sieht das aus? Ich habe schon Lieblingskleid. Aber Röcke zum Beispiel kann ich gar nicht tragen. Die mag ich überhaupt nicht. Oh, wirklich? Warum nicht? Magst du... Kleid fühle ich mich einfach viel wohler als im Rock. Ja, meine, eigentlich ist es dasselbe, aber... Ja, aber Röcke rutschen ein bisschen mehr hoch. Ich habe das Gefühl, Kleider, die sind wirklich perfekt ausbalanciert. Ja, das stimmt. Die flattern so schön rum. Ich mag das wirklich gerne. Ja. Kleider sind... Hast du dein Lieblingskleid? Ja, habe ich. Ich hab eins, das ist weiß. Und es sieht ein bisschen aus... Ich weiß nicht, ob du die Schlümpfe gelesen hast, diese Comics früher. Ja. Aber genauso wie das von Schlumpfine. Oh, wie süß. Ein Instagram-Bild davon gepostet hast? Kann sein, ja. Gut möglich. Ich glaube, ich weiß sogar welchen. Ja, ich habe. Andererseits habe ich fast nur weiße Kleider, weil ich gefühlt jedes Mal zuschlage, wenn ich einen sehe. Orange ist böse. Hier. Blau ist böse. Lila ist gut. Zack. Okay, dann hier. Oh Gott, das ist einfach. Da freue ich mich. Mal ein bisschen durchatmen. Da kann man aber langlaufen. Ob du da... Eigentlich muss ich rüberspringen. Wie machst du das? Das sind die Schuhe, okay? Das sind die Schuhe. Die werden immer größer. Und hier ist der nächste Bereich. Okay. Ich kann jetzt endlich meine schwarze Jacke austauschen für die lila Ärmel. Oh, das ist richtig süß. Guck mal. Donuts. Oh mein Gott, ich liebe Donuts. Liebst du Donuts? Ich liebe Donuts auch. Magst du die von Dunkin' Donuts? Dunkin', es sind die besten Donuts der Welt. Okay? Die kosten nicht so viel Geld. Und Boston Cream, okay? Das ist der beste Donut, den ich jemals gegessen habe. Oh, yes! Ich liebe auch mit Creme. Oh, und die haben auch richtig viele vegane Donuts. Ja, das ist richtig cool. Auch der mit dem gelben Smiley ist, glaube ich, vegan. Das ist quasi das gleiche wie Boston Cream. Ja, genau. Voll cool. Verstehe. Guter Geschmack in Donuts, kann man hier wirklich nicht sagen. Zack. Gut, hier geht's weiter. Die High Heel Obby läuft weiterhin gut. Du bist hier gerade abgestürzt, wie ich sehe. Es ist auch ultra schwer, mit den Haien zu springen, ehrlich gesagt. Wie machst du das? Ich mach den Trick, den du mir irgendwann beigebracht hast, dass man von oben drauf gucken muss, damit man sieht, wo man landet. Habe ich hier von Obby-Profi Easy gelernt. Yes. Oh mein Gott, hier ist es richtig knapp. Dann hier geht's weiter. Oh. Rechts, links, rechts. Dankeschön. Mein Magen grummelt. Rechts. Wahrscheinlich, weil wir über Donuts geredet haben. Oh, ich hab's, glaube ich, gehört. Nein! Ist okay, Magen. Ja, weißt du, beim Gedanken, du beißt da rein und du hast die cremige Füllung und du hast die Schokoglasur und es ist so süß und so fluffig gleichzeitig in deinem Mund. Oh ja. Jetzt habe ich Lust auf Donuts. Aber ist okay. Sind ja auch ungesund und so, muss man sich einreden. Ja, allerdings. Und die haben super viele Kalorien. Ich würde da nicht so viele von essen. Aber leider sind sie so lecker.
Hoppala, ich wollte mich gerade über dich lustig machen, dass du da runtergesegelt bist, aber dann bin ich dir hinterher gefallen. Hai hier zu springen. Was ist denn da der Mond? Sind wir im Weltall? Ja, wahrscheinlich, oder? Okay, macht Sinn, weil auf der Erde habe ich noch nicht wirklich eine Strecke gesehen mit fliegenden Milkshakes und Donuts und keine Ahnung, was das hier noch alles ist. Okay, dann hier lang. Oh, Pink ist böse. Ich dachte, Pink ist gut. Alles, was ich jemals dachte, was war es, wird auf den Kopf gestellt. Oh nein. Wieso ist Pink böse? Weil hier darf man die pinken Lasersäulen nicht dran. Sonst tut man sich weh und wird zurückgesetzt. Okay. Oh, die X sind schwer. Okay, kein Problem. Für High-Heel-Experten wie mich und wahrscheinlich auch wie Easy. Yes. Muss ich wahrscheinlich die dunkellilanen. Hier, zack, zack. Das war knapp. Aber der High-Heel hat sich festgebackt. Also habe ich hier nochmal eine zweite Chance gekriegt. Dann weiter geht's. Und yeah! 36% schon! Warte, auf welche darf man denn jetzt? Auf welche Herzen? Auf die dunklen. Okay, hier, zack, 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 zack. Und weiter geht's auf die Bonbonstraße. Let's go! Oh mein Gott, es gab früher diese Bonbons mit so Kaugummi drin. Ich hab die geliebt. Bonbons mit Kaugummi drin? Ja, weißt du, welche ich meine? Es gab irgendwie, du hattest halt außen Bonbon und dann hast du die zerkaut und dann war in der Mitte so ein Kaugummikern. Nee, eigentlich kenne ich das nicht. Kennt irgendjemand die? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr die Bonbons mit Kaugummi drin kennt. Boah, die waren richtig lecker. Klingt eigentlich voll eklig. Wirklich? Ja, ich weiß nicht. Okay, ich verstehe, warum, wenn du die nicht gegessen hast, die vielleicht eklig klingen. Aber die waren wirklich lecker. Okay, hier muss man einfach nur hüpfen. Zack, und dann über Lego-Steine. Da muss man natürlich auch absprengen, sonst fällt man einfach runter Richtung Mond. Habe ich mir sagen lassen von Expertenmeinungen. Hier. Ich hab's natürlich nicht selber ausprobiert. Oh mein Gott, guck mal, hier kommen Schmetterlinge. Oh, wirklich? Yes. Okay, okay, warte, ich versuche hier noch über die Klötze zu springen und über die, das ist okay, das ist alles sehr machbar hier. Zack, zack, zack. Oh, hier sind die Schmetterlinge. Richtig hübsch. Muss ich über die Kante laufen? Nein, oh. Ich denke mal, ich falle hier runter, aber dann schaffe ich es doch. Und nächster Umgestaltungs-Checkpoint. Gibt es hier noch was, was schöner ist? Will ich vielleicht auf hellblau wechseln? War vielleicht ein Fehler. Wow! Oh mein Gott, das hellblau passt richtig schön zu deinem Rock. Ja, mega. Oh, das sieht so hübsch aus. Okay, warte, warte. Vielleicht kann ich mir ein pinkes T-Shirt... Ah, das sieht okay aus. Ich warte auf das nächste. Vielleicht kann ich hier neue Hosen... Oh, das sieht süß aus. Okay, das gefällt mir. Gut, yeah. Okay, weiter geht's. Und oh mein Gott, unsere High Heels, guck mal. Ja, die sind schon mega lang geworden. Aber die werden noch länger, Ronja. Werden die noch länger, aber momentan sind die so viel wie meine Beine. Ja. Und wenn man davon ausgeht... Es wird immer schwerer, je länger die High Heels werden. Die sind locker einen Meter hoch. Die sind schon Meter. Die High Heels, ja. Ja, ja. Hier, Herzchen nicht vergessen, sonst falle ich viel zu weit runter. Nicht, dass ich jemals runterfallen würde als selbsternannter Bombi-Experte, der noch nie gefallen ist. Holy moly, man muss auf das X springen? Nee, nicht auf das X springen. Nicht auf das X, ah, okay. Nicht auf das X. Nicht auf das X und dann nicht auf die Linie. Dankeschön, ich habe noch viel zu lernen, scheinbar. Nein, das ist jetzt super schwer hier, oh mein Gott. Ich war auch gestern, glaube ich, einkaufen und dann war ich richtig hungrig und dann habe ich ganz viel einfach Sachen gekauft, die super ungesund sind. Diese Muffins, die abgepackten und Eis und so Brotchips. Und es hat sich wirklich angefühlt, als wäre ich hier noch auf irgendeiner Übernachtungsparty und versuche hier Snacks zu kaufen. Aber so war es nicht. Ich habe die einfach nur selber gegessen. Nein, du hast das alles gegessen. Nicht alles, nicht alles. Aber ich habe von allem so ein bisschen was. Ich kenne das. Ja, weil man Hunger ist so groß. Motiviert, irgendwie was Gesundes zu machen, weil man hungrig ist. Ja, und dann dauert es vielleicht eine Dreiviertelstunde, bis man gekocht hat. Aber ja. Snacks sind Wer will immer das? Da. Niemand Wer will das schon? Oh, hier. Kann man schlecht springen, oder? Nee, vielleicht liegt es an mir. Hier geht's hoch. Weiter hoch. Da ist die nächste große Rampe. Und dann haben wir fast die Hälfte geschafft. Yes. Von unserer High-Heel-Obby hier. Ah, hier muss man wieder hüpfen. Hüpf, hüpf, hüpf. Sie macht immer so einen kleinen High-Heel-Aneinanderschlag-Move bei mir. Macht das deine auch? Ja, ja, ich sehe das. Oh, aber leider bin ich runtergesegelt. Du darfst nicht in die Mitte von den Dingern. Oh, okay. Sagst du und ich gehe direkt in die Mitte von den Dingern. Okay. Ja! Hast du es geschafft? Okay, yes. Okay. Ich könnte mal den Weg aus mich hier lang. Oh ja, gute Idee. Dann hier lang und... Yes! Okay,
Rechts ist richtig. Es ist blau. Prall. Ich denke, es ist lila. Okay. Guter Riecher. Dann sage ich, es ist nochmal lila. Es ist pink. Also das hier. Okay. Oh, der nicht gut geraten. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du hackst. Easy? Möchtest du dich hier vielleicht rechtfertigen? Bist du vielleicht eigentlich ein Hacker? Ich bin eigentlich Jenna, ich geb's ja zu. Nein! Und ich bann dich jetzt! Nein! Dein Account wird gebannt! No! Ich bin fast fertig mit meinem Parcours. Oder die Hälfte jedenfalls. Wir sind fast fertig mit der Hälfte vom Parcours. Genau! Du kannst mich nicht bannen, bitte. Es wäre grausam. Ich dachte, wir sind Freunde. Okay, hier geht's lang. Komm, Ronja, wir haben es fast geschafft. Über die Pyramiden und durch die Station. Ich sehe da vorne schon das nächste. Okay, letztes Stückchen und auch geschafft. Die Bälle sind machbarer als die Herzchen. Die haben nämlich mehr Oberfläche. Und dann geht's hier direkt über die Brücke in den Tod. Na gut, dann halt nicht. Ist wirklich schwer. Stell dir mal vor, du hättest wirklich so hohe Schuhe. Dann würdest du doch die ganze Zeit nur abrutschen und fallen. Ich weiß nicht, wie man mit denen überhaupt laufen sollte. Ist mehr wie auf Stelzen laufen. Ja, stimmt. Bist du schon mal auf Stelzen gelaufen? Ja, aber nur mäßig gut. Echt? Hast du das mal probiert? Aha. Ich glaube, wir hatten bei uns in der Grundschule welche. Ah, hey, voll cool. Ja, aber so talentiert war ich nicht dran, leider. So, weiter geht's auf die Kirschen, die sich auch noch drehen. Muss ja ein bisschen hier schwieriger auch sein, alles. Bei den drehenden Kirschen bist du... Bin beim nächsten Checkpoint. Dreh dich zurück. Nein, 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 nein. Bist du schon beim nächsten Checkpoint? Yes. Was kannst du da machen? Du kannst dir neue Outfits holen, Ronja, und die sind wirklich schön. Okay. Oh mein Gott. Endlich schöne Outfits. Ich freue mich schon. Ich warte hier auf dich. Okay, ich gehe hier weiter lang. Ich bin scheinbar Obby-Anfänger. Mittlerweile vielleicht Mittel. Was ist denn? Zack, zack, zack. Oh, ich sehe den Checkpoint. Und da bist doch du. Und yeah. Hier geht's einmal durch. Erstmal auf das Herzchen. Sicher ist sicher. Oh, ja, die sind süß. Okay, okay, okay. Was will ich? Oh, ja. Das ist süß. Okay, das ziehe ich nie wieder aus. Dann geht's jetzt hier weiter über die... Oh, man kann einfach an der Seite Ronja, ich mache mir die kleinen Abszisse rein. Man kann damit besser springen. Es tut mir leid. Kann man wirklich? Nein. Ich habe hier großen Zahnstocher. Leide mit mir. Nö. Nein. Aber dann mach okay. Die doch auf den Kleinen rein. Nein, ich möchte hier die High Heel Obby fair gewinnen, okay? Oh. Mit den größten Absätzen, die die Welt jemals gesehen hat. Ich weiß nicht, wie man dich die ganze Zeit auf die Nase fällt. Du bist aber auch riesig, Ronja. Guck mal, wie groß du einfach bist. Ich bin irgendwie drei Köpfe größer als du. Ich reiche bis zu den Knien, wenn es hochkommt. Tja, ist okay. Nicht jeder von uns kann 2,80 Meter groß sein. Okay, rot ist falsch. Ist okay, grün vielleicht? Ja, grün ist es gut. Es ist nicht blau. Es ist grün. Grün, grün, grün. Und hier geht's einmal durch. Und dann die Regenbogenwand hoch. Yeah! Nice! Da oben ist auch schon der nächste Checkpoint. Und hier, oh mein Gott, wie auch immer es möglich ist, aber ich balanciere hier mit High Heels über eine dünne Röhre. Yes. Und das ist einfach Modeltraining, was wir es ist Modeltraining. Danach gehe ich direkt zu Germany's Next Topmodel oder sowas und bewerbe mich und gewinne das Ding. Gar kein Problem. Yeah. Zack. Oh. Okay, scheinbar kann man nicht einfach durch das Herz durchlaufen. Was habe ich denn da gemacht? Doch konnte man, hä? Okay, ich bin runtergesegelt. Aber... hier ist ein Laufband. Kein Problem. Nein, nicht auf die blauen, nicht auf die blauen. Jedes gute Model weiß, es kann auch einfach hüpfen, wenn ein Laufband kommt. Das mache ich im Fitnessstudio auch immer. Wenn ich auf das Laufband gehe, dann hüpfe ich nur vorne. Ich will nicht laufen. So, Handtaschenstraße einmal kurz bezwungen und dann geht's hier weiter über die leuchtenden pinken Blöcke. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Zack. Streifen. Streifen. Und knapp weiter geht's. Hier sind gefährliche
Pfosten. Wie bist du denn da drüber gekommen? Ich kann mit diesen High Heels nicht laufen. Dann musst du mir vielleicht auch die langen anziehen. Ich glaube, die langen sind besser. Hab ich an. Ach, hast du an. Mach doch mal die Augen auf. Geht nicht. Du bist so weit hinten, weißt du? Da kann ich einfach nicht so weit zurücksehen. Anja. Es ist ja nicht meine Schuld. Ich werde es ohne Rücksicht aufholen. Ohne Oh, hoppala. Ich werde nicht mehr auf dich warten. Oh, okay. Dann würde ich dir empfehlen, nimm das mittlere. Auf keinen Fall das linke, weil da kommt man einfach durch. Aha. Oh, bist du schon weiter? Ich weiß nicht, welches ich nehme. Hm, okay. Oh, du bist aber hinter mir. Mhm. Ich dachte, du wolltest sogar aufholen. Sogar sehr knapp hinter dir. Ich dachte, du wolltest aufholen. Oh mein Gott, nein, ich bin runtergefallen. Ja, wollte ich etwa aufholen? Nein. warte. Du hast gerade gesagt, ich wollte aufholen. Aber was ist, wenn du jetzt... Was ist, wenn jemand Böses, bewahre Gott, aber was ist, wenn jemand Böses dich jetzt schubsen würde und du stürzt? Das wäre ja blöd, wenn das passieren würde. Das ist wirklich blöd. Das wäre richtig doof. Dann würde ich mir die Füße brechen. Oh nein. Wir sind die Roten, richtig? Ja. Okay, kein Problem. Hier über die Herzchenstraße. Kein Ding. Die Pinken sind wahrscheinlich böse. Ich habe hier ein Abzeichen gerade freigeschaltet. Mhm. Level 115 war das schon. Was? Sagt der mir in meinem Abzeichen. Ich komme mir gar nicht so vor. Wo bist du denn? Ich sehe dich gar nicht, so weit hinten bist du. Nein! Okay, ich hab's verdient. Ich hab es verdient. Das ist, da kann ich nicht mal was gegen sagen. Das ist meine Schuld. Da darf man einfach nicht zu früh übermütig werden. Über die leuchtenden Pilze. Zack, zack, zack. Gar nicht gesehen, dass es Pilze waren am Anfang. Oh, die Dinger hier sehen voll aus wie diese Süßigkeiten-Dinger, die du an so einem langen Band hast und dann abhackst. Ich weiß, das ist gerade die schlechteste Beschreibung der Welt gewesen, aber weißt du ungefähr, was ich meine? Ich weiß, welche diese Röhren, meinst. Wo dann ja, immer klar, Leute cool. Sachen... Oh mein Gott, ich sehe die ständig auf TikTok, dass Leute da so Videos haben und dann hacken die ja, das ab. Ja, ich auch. Okay. Gut zu wissen, dass ich nicht die Einzige bin, die das kriegt. Oh nein! Warte mal, das alles unter mir sind Sachen, die ich schon gemacht habe. Ich bin schon echt weit gekommen. Da ist der Spawn. Ne, irgendjemand hier ist hier im Ziel. Was? Nein. Ja. Du bist nicht im Ziel. Du kannst Wer nicht im Ziel im sein. Ziel? Du kannst nicht im Ziel. Aber ich bin beim nächsten Checkpoint und er ist bei 63,9%. Bei 63. Bei wie viel Prozent bist du? 67. Ah, wie viel? 67. Ja, warte mal, wie geht das denn? Warte, bist du... Wird es weniger, wenn wir hier scannen? Nein, ich glaube, ich habe einen Checkpoint verpasst und wenn ich jetzt einmal runterfalle, dann bin ich raus für immer. Das wäre nicht so gut. Okay. Also ich darf jetzt nicht sterben. Das wäre richtig blöd, wenn jemand dich schubsen würde, hä? Ja, das wäre ziemlich blöd. Okay, 69,4. Wir machen hier Fortschritt. Und weiter geht's. Zack. Oh, es läuft gut. Keine Ahnung, wie ich in den High jetzt noch laufe. Die sind dreimal so hoch wie mein ganzer Körper zusammen. Aha. Denn hier das... Ist möglich? Das ist möglich? Okay. Zack. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich lande und wo nicht. Wie läuft es bei dir so? Ah, ziemlich gut. Ich bin relativ weit. Ich weiß nicht, wie weit, weil er mir das ja nicht anzeigt, aber... Bist du immer noch bei 63%? Auf jeden Fall weiter als du, ja, bin ich. Nein! Bin ich den letzten Lippenstift gefallen. Anfängerfehler. Ich bin gestorben! Nein! Ich muss alles nochmal machen. Wirklich? Ja, wirklich. Mies, er nimmt meine Checkpoints nicht. Nein! Wenn du einen Checkpoint verpasst, dann setze dich komplett zurück und nimm keinen mehr. Oh Gott. Das ist gut zu wissen. Oh mein Gott. Dann habe ich jetzt natürlich einen Fortschritt von über 10%. Das ist natürlich weit vor mir wieder. Oh, hoppala. Jetzt hier einfach ruhig das Ganze runterspielen und den Sieg mit nach Hause nehmen. Wie viel Prozent hast du wohl? Ich bin bei 70%. Bei 70? Ja. Oh Gott, du holst auf. Muss man hier den unsichtbaren Weg laufen? Ah. Ich bin bei 76. Ich habe nur noch 6% Vorsprung. Oh oh. Kommst näher. Wahrscheinlich hast du die High Heel Obby gestern 20 Mal gespielt, ja, um dich hier genau vorzubereiten, oder? Ich habe trainiert, Ron, ja. Hab ich mir schon nicht trainieren! Ich bin viel besser als du! Okay. High Heel. Okay. Okay, danach kommt Obby. Die haben einfach ihren Namen hier auf Text geschrieben. Ah ja. Mhm. Damit wir auch nochmal wissen, wo wir hier sind. In der High Heel Obby. Finde ich gut. Oh, warte. Ich glaube, den Checkpoint habe ich nicht.
Puh. Ich bin so nah, dass ich dich schon sehe, Ronja. Das hätte schief gehen können. Nächster Checkpoint. Hier die Schuhkartons mit Sternchen drauf. Ich bin bei 80,6. Ich schaff das nicht mehr. Ich habe zu viel verloren. Oh, wie viel bist du? Ich bin bei 70, 76. Aber 76 sind nur noch 4%, die dir fehlen. Ja. Du holst auf. Ich hatte mal 10% Vorsprung, genug. Jetzt sind es nur noch 4. Das ist wirklich dein größter Wunsch, Ronja? Zack, das ist mein größter Wunsch. Ich möchte einfach nur noch ein Obby gegen dich gewinnen. Hier, weiter geht's. 81,1. Wilde Prozentzahlen, die hier immer angegeben werden. Ist es zu schief? Rutsche ich runter? Was ist mein Fehler? Was mache ich hier? Vielleicht hoch? Okay, hat jetzt jedenfalls funktioniert. Keine Ahnung, was ich anders gemacht habe, aber ich nehme den Sieg. 81,7. Hier, die Pyramiden sind machbar. Yes. Okay, bin dann... Bin ich auch? Warte, du bist nicht bei den Pyramiden. Nein. Wo bist du? Vor dir. Du bist vor mir? Easy, wie? Ich bin schnell. Nein, du warst so viel zurück. Ich glaube, den habe ich nicht mitgenommen. Ich bin jetzt sehr paranoid. Oh mein Gott. Wie bist du vor mir? Das kann doch nicht sein. Das ist doch ein großer Betrug. 84%, Ronja. Okay. Du kannst ehrlich sein. Wir sind ja hier unter Freunden. Yes. Wann hast du angefangen zu hacken und seit wann ist es der einzige Weg? Glaubst du, es ist der einzige Weg, wie man dich schlagen kann? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Bist du so gut? Denkst du, ich bin 10% weiter vorne. Wie bist du denn jetzt hier vor mich gekommen? Das kann überhaupt nicht sein. Nein. Bin ich einfach schneller? Nein. 86%. Ich würde mich mal ranhalten an deiner Stelle. Ich bin nur bei 85. Wie? Das ist großer Betrug. Da stimmt irgendwas nicht. Hier geht was mit ganz, ganz nicht rechten Dingen zu. Oh mein Gott, ich bin schon wieder runtergefallen. Oh, wer kann dann da schon das Ziel riechen? Kannst du wirklich? Nein. Ob ich das Ziel riechen kann? Kannst du das Ziel riechen? Wie soll ich denn das Ziel riechen? Ich weiß es nicht. Vielleicht mit deiner Spürnase. Du bist doch eine Maus. Achso. Aber ich bin bei 90%. Also es ist wirklich nicht mehr weit. Das Ding ist, ich muss echt mal zur Toilette. Kannst du mich kurz entschuldigen? Okay, weißt du was? Geh zur Toilette. Ich hol dich auf. Vielleicht ist es der Vorteil, den ich hier brauche. Easy ist auf dem Klo. Ich bang mich hier an der Wand lang. Guter Geheimtrick. Warte hier. Checkpoint mitnehmen, nicht verpassen. Oh mein Gott, ich kann einfach über das Ding laufen. Ha, meine High Heels sind so hoch, da komme ich hoch. Okay, 88%. Ich glaube, Easy war bei 90. Ich sehe sie aber nicht. Okay, dann jetzt hier... über die Sterne. Oh, mit den High Heels ist es wirklich schwierig hochzukommen. Ich habe hier gar kein Bild mehr drauf. Ich muss jetzt von oben auf meinen Charakter gucken, damit ich sehe, wo ich ungefähr lande und nicht die ganze Zeit runterfliege. Aber ich will hier meine gute Chance nicht vertun. Und dann geht es die Treppe hoch. Danach muss 90% kommen. Okay, hier sind zwar 90, aber Easy ist nur nirgendwo zu sehen. Weiter geht's. Wo ist sie denn? Langsam fühle ich mich hier betrogen. Oh mein Gott, da steht sie. Ha, okay, jetzt muss ich mich hier irgendwie durch. Grün, nochmal grün? Nein, grün ist falsch, okay. Das erste ist grün, das zweite ist pink. Ja, okay, perfekt, okay. Wir sind wieder in Führung. Nein. Hi, Ronja. Hi. Also, du bist direkt vor mir, siehst. Ich bin jetzt hier schon die Regentreppe hoch, du wahrscheinlich noch nicht. Wir haben ja noch ein paar Prozent dran, ja. Ebenfalls auf der Regenbogentreppe, wie ich hier sehe. Wie lang unsere High Heels einfach mittlerweile sind. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe auch gerade schon gesagt, ich muss von oben auf meinen Charakter gucken, damit ich ungefähr sehe, wo ich lande, weil die High Heels, keine Ahnung, einfach viel zu groß sind. Ja. Okay, 94%. Endspurt. Ich muss jetzt einfach nicht mehr runterfallen. Wenn ich nicht mehr runterfalle, gewinne ich. Dann gewinnst du das. Nein! Oh mein Gott. Bitte fall, bitte stürz. Oh, hast du nicht auch hier Höhenangst? Bist du nicht schief? Nö, eigentlich nicht. Aber was ist, wenn die High Heels ja rutschig sind? Hast du da mal drüber nachgedacht? Oh, gefährlich. Das sind Roblox High Heels. Ich das mitschauen darf. Ich bin so nah am Ziel. Nein, 96%. Ich rieche das Ziel jetzt auch schon. Okay, die Herzchen hoch. Bist du gefallen? Bin gefallen. Okay. Oh mein Gott. 97,2. Da ist das Ziel. Da ist der große Thron.
Kann ich es schaffen? 98, 99? 100! Ich bin als erstes auf dem Thron! Oh mein Gott! Yes! Ich hab's geschafft! Das Dobby gewonnen, Ronja! Ey, oh mein Gott, das werde ich jetzt für immer referenzen können. Werde ich immer sagen, erinnerst du dich das eine Mal, als ich die Obby gewonnen habe? Und dann habe ich mich hellblau gefärbt. Oh, mega schön hier. Oh, ew. Oh, du hast dich selbst. Okay. Ich wünschte, ich hätte mich nicht hellblau gefärbt. So, das war es jedenfalls mit der High Heel Obby hier. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos und schaut unbedingt auch bei Easy vorbei, die sonst eher ein Obby-Meister ist im Gegensatz zu mir. Ich habe auch mal gespielt, die High Heel Obby. Yeah. Ja, stimmt, ist aber schon eine Weile her. Ich glaube, da hast du auch gewonnen. Wenn ich mich richtig erinnere, so wie jedes Mal. Aber gut, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss!